hat sich gut versteckt. Yep. Die hat sich echt gut versteckt. Ja. Yeah. Der hat sich wirklich gut versteckt. Bleib mal hier. Warte mal, Maddie. Maddie. Schieß auch mal auf. Gehst mal hier hin. Denk dir, wenn der jetzt vorgeht. Ja, Maddie nicht, ne? Maddie schafft ihn nicht. Verdammter Mist! Stereo. Du siehst ihn nicht, ne? Das ist ja doof. Und du kannst auch nichts machen. Ja, das ist ja doof. Ach nee, du bist ja ihrer. Ja. Du bist mit hier. Genau. Gut. Nicht schlecht. War da nicht noch einer, der hier hinten war? Ja. Ira? Weißt du, was du noch machen könntest? So auf lange Sicht? Was denn jetzt? Triffst du den? Oder triffst du die... Huch! Triff nicht nur deine eigenen! Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ach du... Verdammter Mist! Huh! Oh oh! Yep. Oh oh! Hier! Das ist der, glaube ich, mit... Der hinten, unserer... unsere Meltdown niedergemacht hat. Ja. Stereo? Stereo, du siehst den nicht? Critical. Mist. Do jasnej cholery. Mist. Hier. Wir hätten jetzt nach ihrer im Angebot, ne? Hm. Hm. Nee. Weißt du, was du machst, Ira? Könntest du mal einen Schuss wagen, oder? Ja. Yep. Moment. Das... Hier. Sind ganz neue Perspektiven hier. Ah, schade. Schade. Keine Uni mehr. Mist, ne? Ja. Wäre ja zu schön gewesen. Waffe lässt mich im Stich. Okay, sehr gut. Waffe ist leer. Verdammnis der Hölle. Ich weiß. Noch einer fällt vor mich hin. Verdammnis der Hölle, sag ich denn nur. Meine Knarre ist leer. Muss ja wenigstens mal probieren, ne? Ja. Und du kannst echt hier nichts mehr machen. Das Ding ist nicht schlecht. Ich bin bös verwundet. Verliere Blut. Ich weiß. Du musst jetzt durch. Meltdown ist ganz tot, mein Freund. Dir geht's gut. Im Gegensatz zu Meltdown. Hm. Wie weit ist der jetzt fort, ne?
Hier. Maddie Boy. So. Yep. Ira, du gehst mal hoch. Und wie weit kannst du denn bis hier hin? Oh, hier drüben ist er. Puh, eieiei. Sind du ganz schön viele hier. Cholera. Ich höre Geräusch in der Nähe. Hörst du auf? Au! Hör auf mit deiner Schießerei hier. Können wir damit anschauen. Ein Schuss könnten wir wagen, ne? Aber ich mache es mal mit Matt. Ach, wirklich. Das ist böse. Der ist schon mal critical, ne? Oh, wow. Aber der hier ist noch da. Noch einer fällt vor mich hin. Matty kann ja jetzt nicht... Doch kann. Yep. Ira. Aber... Nix. Okay. Au! Yep. Das sind ja ganz neue Töne hier. Dass der jetzt da reingeht. Aber wisst ihr, was natürlich total bescheiden ist? Ist natürlich... Hoffentlich ist da kein Fenster. Ist natürlich, dass... Wir müssten irgendwie hier so rinnen. Damit wir von hier hingehen, wisst ihr? Hier. Ja, ich weiß, das ist... Das ist traurig. Verdammter Mist! Nein! Nein! Hier. Was macht denn der? Na Moment. Wo ist denn hin? Warte mal, wir nehmen mal Stereo. Ja. Und erkunden die Gegend. Du jasne Cholera. Okay. Der versucht nämlich hier zu entkommen. Waffe lässt mich im Stich. Mist. Klemmt. Hier. Verrücktes Ding klemmt jetzt. Muss jetzt klemmen, ne? Gut. Critical. Wir haben aber noch Ira. Such mal dein Glück. Schade. Schade. Stereo, der ist eigentlich... Okay. Oh, nein. Sehr schön. Ja, alles gut. Warte, bei dir klemmt, ne? Haben wir gesagt. Macht aber nichts. Nicht schlecht. Heißt aber nicht, dass wir alle haben. Nee, warte mal. So. Yep. Ira, geh mal hier rüber. Und gegen die Knie. Und wenn du noch nach vorne schauen könntest, das wäre natürlich ein Traum. Kannst du. So, und Maddie, du müsstest dich eigentlich mal selbst heilen. Geht es noch? Hast du noch eine? Du hast noch eine.
Macht es mal. Ich weiß, es ist jetzt... Ach, Ira hat auch noch. Ist gut. Gut. Hier. Mein Matt hat sich verbunden, das ist gut. So, dann nimm wieder deine Waffe. Das wäre ein Traum. Sehr schön. Ja, aber Meltdown, ne? Meltdown. Mist. Meltdown. Die war so gut. Das ärgert mich wirklich sehr. Um ehrlich zu sein. Warte mal, wir gehen mal hier mit hin, ne? Gut. Hier. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Es sind noch welche da. Nur wo sind die, ne? Wo sind die? Wir gehen mal... Also pass auf, die könnten jetzt hier vorne sein. Oder hier hinten, ne? Ich denke eher hier vorne. Weil alles von da vorne gerannt kam, wisst ihr? Und deswegen gehe ich jetzt mal... Meine Haut ist mit Löcher und leckt. Erb! Warte. Steroid. Dann heil mal Steroid, wenn die durchlöchert ist. Ist ja nicht so, dass wir... Was? Ihre sind die Verbände ausgegangen? Das ist schlecht. Dann muss nochmal Maddie ran, ne? Wir brauchen Verbände. Oh, wir brauchen so viel Zeugs, wisst ihr das? Wir bräuchten so viel Zeugs und haben keinerlei... Geld. So, Stereo. Gut. So, pass auf, Maddie. Du gehst mal hier hin. Ah, Meltdown. Ich könnte mich die ganze Zeit über Meltdown ärgern. Wisst ihr das eigentlich? So, und dann? Ja. Aber wir haben es noch nicht geschafft, ne? Du gehst... Moment, hier hin. So, und wir versuchen jetzt mal hier hinter dem Haus hin zu gehen. Wir gehen mal an die Stelle, an der... Ah, warte mal. War da nicht der Blödmann? Der die niedergeschossen hat? Ist der noch da? Da ist was. Ah, klar. Klar ist da was. Na gut, dann holen wir mal drüben Maddie. Hier. Ira holen wir auch mit her. Jetzt ist die Frage, ne? Wo sind die? Könnten hier unten sein? Oder vielleicht hier irgendwo? Hier vielleicht, ne? Hier hinter dem Stein? Wäre das eine Idee? Pass auf, Ira, du gehst mal hier hin. Und Stereo, der ist ein bisschen härter im Nehmen, unser Feuerwehrmann, der geht hier vor, ne? Und... Achso, ja, Maddie? Hier. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Könntet ihr eigentlich auch auf so ein Dach drauf? Also auf das hier wahrscheinlich eher nicht, oder? Hier oben drauf kann er nicht. Hier oben drauf, da könnte er wahrscheinlich. Wäre das eine Idee? Können ja mal drauf. Nur mal so als Gag. Nee. Da kann er sich nicht hochziehen, ne? Gut, war ein Versuch. Muss wahrscheinlich eh eine Leiter oder
Vielleicht sowas hier sein, oder? Keine Ahnung. So, wir gehen mal hier dahinter. Alles klar. Hoffentlich kommt jetzt nicht hier irgendjemand raus, ne? Dann haben wir echt ein Problem. Hm. Denkt ihr, hier ist wirklich... Hier ist niemand, ne? Ja, da müssen wir ja immer ein bisschen absuchen, ne? Ich werde jetzt mal... Tja. Stereo-Aid versuchen, nach vorne zu bringen. Ich sehe die bösen Leute. Jetzt habe ich natürlich alle ein bisschen blöd gestellt. Wir machen mal einen Schuss. Ich habe nur mal einen Schuss. Was, kannst du noch einen? Okay. So, Matt. Der geht jetzt hier hin, ne? So. Hier dürfte er eigentlich nicht getroffen werden. Ja, und Ira? Ira geht auf alle Fälle hier hin. Und geht nirgendwo weiter hin. Der hat sich jetzt ein bisschen woanders hin. Pass auf, Ira, geh mal hier hin. Und ja, geh nochmal hier hin. Und runter auf die Knie. Und Matt... Ja, geh auf alle Fälle erstmal hier... Hier hin. Runter. Stereo, kannst du irgendwie nachladen? Keine Ahnung, ob du jetzt nachgeladen hast. Ich hoff's. Ich hoff's jetzt einfach. Ich höre Geräusch in der Nähe. Do jasnej cholery! Ja. Oh, wäre das jetzt schön. Mist! Ja. Obwohl... Mist. Mist. Obwohl Mist. Waffe lässt mich im Stich. Mist. Das war Mist. Wir haben alle von Blade Runners Männern in diesem Sektor eliminiert. Tja. Aber wir haben einen erheblichen Verlust. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt schneide und wie wir das jetzt... Oh, wir Nun, hier ist ein Unikat. In Drassen gibt es tatsächlich eine Kirche. Warum die Herrin sie weiter bestehen lässt, weiß keiner. Aber ich wette, da ist irgendetwas im Busch. Pater Walker meint, sie will den Papst nicht verärgern. Ja. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, ne? Das ist schon mal hier klar. Ach, das ist die Kirche hier, ne? Jetzt haben wir ein Riesenproblem, nämlich Meltdown. Wir haben nur noch eine Dreiergruppe und wir haben keinerlei Geld für irgendwas. Wir müssen natürlich das Ganze jetzt hier aufklauben und das machen wir noch in der Folge, ne? Also ich muss ja sagen, ne? Ich muss ja eins, muss ich ja wirklich hier mal hallo? Ne, wie war denn das? Wie war denn das jetzt mit... Ach nee, hier, Gegenstände. Ja. Oh, ein Helm.
Oh man. Können wir Meltdown... Meltdown können wir nicht irgendwie schön bestatten lassen. Aber wir haben kein Geld für eine richtig schöne Bestattung. Ne? Was schade ist eigentlich. Wir haben gerade mal noch 6.000. Ist ja beinahe ein bisschen traurig, ne? Wir können denn ihrer... Achso, halt. Ich sehe gerade was. Und du könntest gleich mal nachladen. Obwohl. War eigentlich gar nicht nötig. Lass mal deine Brille unten. In der Nacht ist sie sowieso Käse, ne? Können wir da was verkaufen, oder? Erstmal nimmst du... Wie viel hast du... Gewicht? Oh ne, du bist schon weit über Gewicht. Dann liebe Stereo. Wo ist der hier? Du kannst nicht? Warum? Warum kannst du keinen Rucksack auf... Warum? Die können auch keinen Rucksack aufsetzen. The backpack part of the Tim set. You can mount a combat bag into in a blaze and a flap. Ja, schön wär's. Wenn ich das könnte. Warum? Weil ihr so angeschlagen seid? Oder seid ihr einfach von eurer Gesundheit her nicht in der Lage? Hier haben wir noch einen Halster. Das könntest du hier hin, ne? Und wenn ich sagte, ja genau. Ne, es passt. Heieiei. Das ist doof. Das läuft ein bisschen komplett doof. Maddie, wäre schön, wenn du einen Helm aufsetzt. Bist vielleicht ein bisschen besser geschützt, ne? Ist zwar noch ein bisschen, aber ist zu viel Gewicht. Vielleicht besser an Stereo Read. Ja. Dann... ein Holster. Oh, der hat sowieso schon ein Holster. Komisch, ne? Eine Schutzweste. 8% Rüstung, 5%? 8%. Hat ihre eigentlich eine Schutzweste an? Jetzt schon, ne? Du kannst... Also mit dem Backpack, da kann ich dich wirklich nicht dafür begeistern. Ja, dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir hier mit Max... die Machete vielleicht raus. 1,3 Gewicht. 129 Gewicht. Du kannst dir ja... Das ist nicht gut, ne? Sollte schon unter 100 sein, richtig? Und die Machete, die macht es ja nun auch nicht. Ne? Das hat hier 3 Kilogramm Gewicht. Naja, es ist auch einiges drin, ne? Muss man mal dazu sagen. Ein Gewicht, obwohl, so viel ist er auch nicht. Das ist der, nee, das ist der Rucksack insgesamt, der so viel wiegt. Ja, ich finde den Rucksack eigentlich sehr schön, so, schon allein als eine Hongkong-Polizeiweste. Wer könnte die? Und vor allen Dingen warum? Für was wäre die gut? Hä?
wirklich? Residual West with pockets of different size. Especially for 40... Ach, für Granaten? Interesting. Das wäre ja eigentlich für unseren Polizisten hier, ne? Für unseren Feuerwehrmann. Wäre das ganz interessant. Vielleicht. Hat er denn noch irgendwo zusätzlich... Nee, halt hier. Hat er denn noch irgendwo zusätzlich... Können die was machen? Schützt es ihm noch ein bisschen? Zeig mal. Sieh oben nichts, das irgendwas schützt. Schwierig zu sagen. So, Messerchen, wie wär's? Und... Ah, ein Kaugummi. Stereo, du musst jetzt einiges... Weil das kostet doch bestimmt auch was hier. Das können wir doch bestimmt alles verkaufen, oder? Wir können das doch nicht hier liegen lassen. Bleibt es hier liegen dann? Alles. Ich würde das gern verkaufen. Also einiges davon. Kann man da nicht an dem Waffenhändler was verkaufen? Geht doch bestimmt, oder? Wir probieren es mal. Was haben wir denn eigentlich hier? Wow. Naja, wir müssen erst mal schauen, was wir verkaufen. Was haben wir noch drin? Eine Makarov. 9x18. 18er hast doch du, oder? Kannst du eigentlich auch mit zwei Waffen schießen, so wie Melta? Haben wir noch gar nicht probiert, ne? Du hast aber eher die 19er. Was ist da unten? Weitere 19er. Du bist hier der 19er-Mensch. Könntest du dann zum Beispiel hier... Wieso ist es rot? Schwierig zu sagen, ne? Kannst du dann wirklich mit zweien auch aus der Hüfte schießen? Genauigkeit 5. Genauigkeit 5. Und wenn ich jetzt... Was haben wir noch hier? Wir haben noch eine 19er, eine BK. Und einen Colt. Eine 45er. Naja, das ist... Klar, welcher Colt das ist. Zum Beispiel jetzt 71%, 95%. Die da hier, die könnten wir weg. Ne? Nehmen wir mal, wir probieren es mal. Wenn ich jetzt das hier habe und das hier hin und jetzt schauen wir, ob wir die verkaufen können, hier die P7 mit den 68%. Ich glaube, wir machen das nächste Mal weiter. Weil jetzt kann ich erstmal nicht mehr. Ich denke, ich probiere das jetzt noch. Und vielleicht habt ihr dann auch Ideen. Jawohl, ihr könnt Ideen haben, so viele wollt. Ich produziere ja eh vor. Ne? Leider. Also in dem Fall hätte ich schon mal eure Ideen gern gewusst. Aber da ist eben, wie es ist. Ne? So. Feuerwaffen. Hier steht aber nichts von verkaufen, ne? Hier bestellt man die nur, aber verkaufen kann man die nicht. Haben wir die nicht irgendwo trotzdem schon mal verkauft, irgendwas? Nee, ne? Ja, so Handgranaten wäre natürlich dann auch nochmal eine Option. Nee. Ja, das müssen wir das nächste Mal weitermachen. Also, vielleicht werde ich auch, bevor ich die nächste Folge anfange, ein bisschen mich selbst noch mit beschäftigen. Und ja, dann können wir weiter. Ne? Dann können wir beide machen. Ich sag erstmal ciao, ciao für heute. Oh, Meltdown, ne? Ach. Die Arme. Was kostet denn so ein Begräbnis? Nur so als Gag, ne?
Was wird das? Bundesinstitut? Hatten wir nicht noch irgend so eine Begräbnisstätte? Das war nur die... Nee, das war... Aber gab es da nicht noch irgendwo eine... Nee, das auch nicht. Hm. Also ich hätte wetten können, dass es noch Begräbnisdinge gab. Adresse von Bobby Ray. Oder war das bei Wildfire? Nee, ne? Miguel, hm. Schade. Irgendwie hatte ich das in Erinnerung. Also, im Grunde, ne? Dass man da ein paar Blümchen hinlegen konnte, oder? Warte, da war doch irgendwas. Ciao, ciao.